Danke für deinen Besuch, Murasaki Belladon. Es ist uns eine Ehre. Das Schulgebäude ist nun besser ausgestattet, dank deiner großzügigen Spenden. Du solltest sehen, wie motiviert die Kinder lernen. Statte ihnen doch nochmal einen Besuch ab. Minasugi wird sich auch freuen, unsere Gönnerin wiederzusehen. Bin ich mal gespannt. Gleich nochmal dahin. Ich glaube, ich muss nochmal ein paar Dankeschüsse machen. Ich wollte ja auch ein bestimmtes Ding machen. Also, ich muss mal gucken, was man nach den Dungeons so bekommen kann. Ah, unsere größere, großzügige Spenderin! Bist du hier, um dir eine Schule anzusehen? Das Gebäude macht jetzt viel mehr her und die Bücherregale füllen sich auch allmählich. Meine fleißigen Schüler waren gerade im Handwerkerviertel, um sich Schreibgeräte zu besorgen. Tsuranuki hat uns Ruß gegeben, um Blocktusche zu machen. Ich musste mir meine Hände dreimal waschen, um sie wieder sauber zu bekommen. Ah, jetzt weiß ich, wie man Tusche macht. Ich zeig's dir mal, wenn du willst. Araragi hat mir ganz viel Papier geschenkt. Er hat sich entschuldigt, weil es nicht perfekt geworden ist. Aber ich finde es sehr schön. Und mir hat er ein Windrad geschenkt. Was? Und warum habe ich keins bekommen? Früher waren sie schon kaum zu bändigen, aber die Zeit in Mordona hat sie zu wirklich unabhängigen und mutigen Personen gemacht. Ich dachte zuerst, es liegt an den Strapazen, die sie durchgemacht haben, dass sie dadurch schneller erwachsen werden mussten, aber das ist nicht alles. Sie haben gelernt, den Augenblick zu genießen, sie wissen, wie viel es bedeutet, frei und glücklich sein zu können. Man sieht es daran, wie herzlich sie lachen. Das macht mich überglücklich, sie so unbefangen spielen und lernen zu sehen. Viele der anderen Erwachsenen denken genauso. Die Kinder zeigen uns jeden Tag, dass sich die Opfer und die Mühen lohnen. Da fällt mir ein, die Kinder haben eine Überraschung für mich. Ich darf natürlich von nichts wissen. Wenn sie etwas zu dir sagen, dann spiel bitte mit. Wir wollen ihnen doch nicht den Spaß verderben. Die Rissa-Schule hat bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Die Kinder lernen und mit Begeisterung und entwickeln sich prächtig. Unterstütze die Shazenkai auch weiterhin, indem du Gegenstände wie die du nicht mehr brauchst, bei der Sammelkiste abgibst. Ja, meins. Dann hätten wir das auch soweit. Dann können wir immer 25.000 in der Woche. So viel habe ich bestimmt nicht zum zum Abgeben. Ja, nice, ne? Schön, dich zu sehen, Murasaki Belladonna. Ich habe gerade Bericht von Minasuki erhalten. Sie sagt, dass die Schule einfach fantastisch aussieht. Sieh nur! Also, ich bleibe bei dieser Arbeit auf jeden Fall dran hier. Ah, macht schon Spaß. Und außerdem kriegt man dort... wird man dort Dinge los, die man eigentlich sonst verschrotten würde wahrscheinlich. Und man bekommt Geld. Was zockt eigentlich die Lücke?
immer noch. Okay. Der Bau der Rissai-Schule macht gute Fortschritte. Unterstütze die Arbeit weiter, indem du Gegenstände, die du nicht mehr brauchst, bei der Sammelkiste abgibst. Mal ein bisschen besser hinsetzen. So. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem Abgeben. Willkommen bei der Shazankai, Murasaki Belladonna. Minasuki hat mir mitgeteilt, dass sie hochzufrieden mit den Fortschritten an der Rissai-Schule ist. Wollen wir nicht mal vorbeigehen und uns alles ansehen? Höre ich, dass ihr auf dem Weg zur Rissai-Schule seid? Rosan, was trägst du denn da? Nein, Kimono. Schick, oder? Mein Vater und Higiri haben sich gerade neu schneidern lassen. Also habe ich mir auch einen zugelegt. Die domanischen Kimonos sind wirklich sehr bequem. Die kratzen überhaupt nicht. Den Kindern gefallen sie auch. In den Kimonos lässt sich prima toben. Und wir wollen, dass unsere Kinder mit den domanischen Traditionen aufwachsen. Also ist es uns nur recht, wenn sie sie tragen wollen. Ach ja, die Kinder, deswegen bin ich ja auch hier. Sie wollen, dass ihr sie in der Schule besucht. Sie möchte euch etwas zeigen. Gut, dann wollen wir die kleinen Racker nicht warten lassen. Geh schon mal zur Rissai-Schule, Murasaki. Belladonna, ich komme gleich mit. Gleich nach. So. So, Jindo-Jun. Obwohl, ich glaube, Jindo-Jun ist irgendwie nicht wirklich schneller als normales Gehen. Lol, es sind mehr Schüler da. Ah, warte mal. Da ist ein Schüler. Da ist einer. Aber es ist nur noch ein Platz frei. Was? Hier sind ein paar zu viele. Aber es wird. Vielleicht ist der freie Platz auch für mich. Rosan hat gesagt, dass die Kinder uns etwas zeigen möchten. Was ist es denn? Dreht doch mal eure Köpfe nach links. Oben, dann werdet ihr schon sehen. Da, an der Wand. Diese Karte ist ja... Die Karte haben wir von Philamin geschenkt bekommen, als wir Geisterzoll verlassen haben. Damit wir Eosea und die vielen Abenteuer, die wir da erlebt haben, nicht vergessen. Wir haben die Handwerker gefragt, uns dabei zu helfen, sie aufzuhängen. Gefällt sie dir, Minasuki? Habt ihr die vielen weißen Flecken da noch auf der Karte gesehen? Das klingt ein bisschen falsch. Ich meine diese wolkenartigen Dinger da. Ja, sehr. Dies ist eine Schule und alles, was unser Wissen und unseren Horizont erweitert, ist hier willkommen. Das heißt, das sind unbesuchte Gebiete, also Gebiete, die noch gar nicht da sind. Ich könnte mir vorstellen, die haben da noch einiges vor. Aber ist klar, die haben sich auf jeden Fall eine Karte ausgesucht, wo sie auf jeden Fall noch dran arbeiten können. Wenn sie jetzt schon die komplette Welt hätten, dann wäre es ja ein bisschen doof, ne? Die Karte ist eine gute Erinnerung daran, dass es jenseits unserer Grenzen solche gibt, die uns Domanern helfen wollen. So eine große, detaillierte Karte muss viel gekostet haben. Wir sollten uns überlegen, wie wir uns bei der Dame erkenntlich zeigen können. Sie hat gesagt, dass sie die Karte nicht mehr braucht. Wir haben natürlich trotzdem Danke gesagt. Hast du noch nie so eine Karte gesehen? In Geisterzoll gibt es ganz viele davon. Kleine, große und auch welche mit anderen Bildern drauf. Ich gebe zu, das ist das erste Mal, dass ich eine so große sehe. Bis vor kurzem hat die Domana nur wenige Beziehungen zu den Ländern des Westens. Wir haben noch mehr Schätze aus Eosea mitgebracht. Das hier nennt man eine Lupe.
Und da gibt es noch ein Glas, um sich die Sterne anzusehen. Und ich habe einen Chocobo, also eine Puppe, meine ich. Aber es gibt in Eosea große gelbe Vögel, auf denen kann man reiten, wie auf einem Pferd. Und manche ziehen sogar Wagen. Ich habe mir ganz viel über Eosea gemerkt, wie das so geht. Siehst du die große Wüste? Das ist Ulda und da ist Geisterzoll. Eines Tages reisen wir auch zu ganz vielen unbekannten Orten, so wie Murasaki. Auch in die Länder, die unter den Wolken verborgen liegen, ja? Und die wollen wir auch noch erkunden, ne? Ist das Galäische Reich zum Beispiel. Wir werden auf jeden Fall noch hin. Und es gibt, glaube ich, sogar noch ein paar Gebiete, wo man hinreisen könnte, die sogar eigentlich aufgedeckt sind. Sehe schon, wenn es um die Länder des Westens geht, kann ich noch eine ganze Menge von euch lernen. Und die Karte kann sich immer noch vergrößern, ne? Ihr und die anderen Flüchtlinge könnten den Domanern so viel beibringen. Wir können eure Ergebnisse in einem Buch niederschreiben. Und dazu kommt noch, dass die Splitterwelten ja auch noch bereisbar sein könnten irgendwann. Wie die erste. Ich sehe, Minasuki hat nicht übertrieben. Die Kinder könnten noch eifriger sein. Sie füllen die Enklave mit Leben und sind ein weiteres Zeichen dafür, dass wieder Normalität eingekehrt ist. Da fällt mir ein, uns hat ein Gesuch für ein neues Projekt erreicht. Ein paar Männer und Frauen, die unter den Galea als Soldaten eingezogen wurden, haben sich zusammengetan und eine Enklavenwache gegründet. Sie wollen eine Kaserne in der Nähe des Kian-Khan errichten. Eine gute Idee, es ist friedlich, aber ich denke, wir sollten uns auf Schwierigkeiten in und außerhalb der Enklave gefasst machen. Deswegen hat die Shazankai sich entschlossen, den Bau der Kaserne zu unterstützen. Ich hoffe, dass du uns auch bei diesem Projekt großzügig mit Spenden bedenkst. Moment mal, heißt das, ich habe die Schule schon fertig? Obwohl, sieht ganz so aus. Ja, die Schule ist auf jeden Fall fertig. Und selbst da unten, was da unten noch zu entdecken ist, bei diesem Kontinent. Obwohl, was ist das für ein Reich da eigentlich? Es kommt mir so unbekannt vor. Ist das Galea? Also, dieses mit dem grünen Fleckchen und dem Wasser drumherum. Weil dieses weiße Fleckchen dort im Meer, da waren wir, glaube ich. Und das war Galeisches Reich. Und das war nur als Inhaltsdingens, als Solo-Instanz vorhanden. Da kommen wir bestimmt auch noch hin. Weil wir waren eigentlich, Doma und so, ist eigentlich nur dieser ganz kleine Kontinent da, diese ganz kleinen Insel. Ich muss mal auf der Karte gucken. Die Rissa-Schule ist fertiggestellt, doch es wartet bereits ein neues Projekt, eine Kaserne für die Enklavenwache. Spende weiter Gegenstände, um den Wiederaufbau der Enklave zu unterstützen. Wir sind erst vor kurzem mit der Schule fertig geworden, ne? Ich meine, angefangen. Fertig geworden sind wir jetzt erst. Aber angefangen haben wir vor gar nicht mal allzu langer Zeit. Es geht ja flott. So, und jetzt gucke ich mir mal die Karte an. Ah nee, das ist Ottard. Okay, hier waren wir wirklich nicht. Wir sind nur in diesem Bereich gewesen. Da ist Doma. Hier gibt es nämlich noch einen Bereich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier Ivalice ist. Oder nee, die Galea sind ja das Gebiet.
hier woanders. Aber das ist das erste Mal, dass man die Karte komplett sieht, ne? Ich bin mal gespannt, wenn das Spiel weiter voranschreitet, ob sich die Karte ändert. Roedorn. Naja, sammeln wir weiter.